Wie machen wir das jetzt mit den Fischen? Also, sind die in einem Tank drin oder in einem Teich oder in einem Aquarium? Die sind in einem Tank drin. Ja, so eine Art Tank haben wir die. Die sind nicht vertrocknet und nein, sind nein, gestorben. Die haben Wasser. Nein, die waren. Also, du hast Fische genommen, normale Fische, hast sie wieder ins Wasser gesetzt, nachdem sie ausgetrocknet sind und dann haben sie wieder. Glocke. Glocke macht Spaß. Ich mag Glocken. Glocken informieren ist toll. Leute! Die Fischis. Ja. Aber man muss immer die Glocke rücken, wenn man kann. Er hat recht, die Fischis sind wichtig. Fischis okay, gut, dann sind halt die Fische wichtig. Ich habe auch noch einige. Ich habe auch schon ein paar. Da sind die Fischis. Oh Mann, sind die lecker. Mm. Das sind keine Fische. Das sind Fischis. Nein, das sind Oktopussis. Nein, das sind Fischis. Nicht die Das sind eindeutig Oktopussis. Das sind Fischis. Wir haben da die Fischis reingetan. Was machst du da drin? Wieso schwimmst du mit dem Fischen? Ich bin der, der sie überprüfen muss. Jetzt musst du sie nicht verängstigen. Geh hier raus jetzt, Early. Holzkopf? Early, raus! Raus mit dir, Early. Das ist Wasser. Was hast du erwartet? Mann, weiß ich nicht. Na gut. Ich werde halt jetzt reingehen und die Fische überprüfen. So, 3, 2, 1. Was macht der da? Ich glaube, er trinkt den Tank leer. Ich will das aber nicht. Wir machen das alle nass. Hallo. Hat der Tank geschmeckt? Oh mein Gott. Oh, die Fische. Oder die Oktopussis. Etwas stimmt mit denen nicht. Die scheinen um einiges härter zu sein und um einiges stärker zu sein. Schaut euch das mal an, sie können sogar durch das Glas durch. Ich bin auch hart und stark. Nein, du bist... Er meint damit, dass die bei uns aus Brooklyn kommen. Nein, ich meine damit eigentlich, dass die eine Art Panzer um sich herum haben. Ihre Hauttextur scheint ganz anders zu sein. So sie scheinen du. Viel stärker zu sein. Naja, so wie ich, ja, aber stell vor, meine Haut wäre einfach so hart wie Stein. Genau so ist die Haut von Oktopus, also von diesen Oktopus. Normalerweise sind sie nicht so. Was komisch. Warte, ich glaube, das muss ich testen. Das und vor allem, du hast tatsächlich solche reingetan? Aua. Warte. Da drin sind noch welche, die ich gefangen habe. Wir haben solche reingetan. Welche? Ja, welche? Genau die solche hier. Die hier. Die da reingetan. Aber. Und die anderen kamen auch. Ich habe da noch zwei. Tu die wieder welche auch, was ich meine, Masi-Trick? Aber das stimmt etwas überhaupt nicht. Das stimmt, ja. Du hast den Stein nicht abbekommen. Aber mal kurz zurück zur Rüstung. Was machen wir jetzt mit der Rüstung? Weil die ist außerhalb des Ressorts nicht wirklich in Sicherheit. Ja, dann nehmen wir die doch einfach in den Tresor zurück, oder? Ja, im Tresor ist es ja auch nicht sicher anscheinend, weil es ja schon aus dem Tresor rausgenommen wurde. Ja, aber es kann bis sein, jetzt war es doch immer sicher im Tresor. Es kann sein, dass Jonas die gar nicht zurück in den Tresor gepackt hat, weil er hat die vielleicht gehabt und er hat gesagt, er packt die in den Tresor. Und ich glaube, er hat die da gar nicht wieder reingepackt. Was ist, wenn er sie doch reingepackt hat und jemand hat sie genommen, weil er weiß, dass es dort im Tresor ist? Das glaube ich nicht. In den Tresor kommt noch einer rein. Ich kann euch den Tresor ja mal zeigen. Ja, lass uns den Tresor angucken. Du kannst mir den Tresor zeigen, wenn du willst. Tresor gucken. Wo ist der? Ich habe jetzt auch meinen Stab wieder. Also von dem her alles in Ordnung. Okay, komm, dann gehen wir... Nium. So hören sich die neuen Dinge an, die bei uns in der Stadt rumdüsen. Nium machen die. Ich finde die faszinierend, die sind super schnell. Meinst du die Stadt, die so komisch riecht? Habt ihr das gerade auch gesehen? Leute, war das vorhin schon so? Nein, das war vorhin nicht so. Holzkopf, warum machst du das alles kaputt? Warum? Au. Das verbreitet da sich. Blöcke? Au! Was zum... Das stimmt etwas nicht, Leute. Das breitet sich aus. Na gut, so offensichtlicher Satz, aber... Wir müssen aufpassen, dass es zum Problem wird. Leute, ich hab da oben ein Lager entdeckt. Leute, da oben ist ein Lager. Ja, das haben wir schon gesehen. Das haben Katzen nicht schon entdeckt gehabt. Oh mein Gott. Ja, hier ist jetzt gerade genau das gleiche wie mir passiert. Basi! Ja. Ah! Geh da nicht runter, da unten sind böse Viecher. Komm wieder da oben. Ich bin dabei. Au, ich bin in der Wand. Au, jetzt sind die da oben. Ich bin in der Wand. Was ist denn los mit dir? Oh mein Gott, ich bin in der Wand drin, Leute. Wo bist du? Ich konnte nicht rausbauen. Oh mein Gott. Okay, also was ist mit dem Boden hier? Warum verbreitet er sich? Ich weiß es nicht.
Da scheint eine extreme magische Präsenz zu geben. Aber nicht, so, dass es vielleicht hat es ja mit der Rüstung zu tun. Also, ich habe die Rüstung nicht gegessen. Guck mal, das hat sich auch nur in die Richtung ausgebreitet zu Katzes Haus. Vielleicht zieht das ja eine Rüstung hinterher. Warum ist denn die Rüstung überhaupt da? Ich verstehe es nicht ganz. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir müssen sie wirklich in den Tresor zurückbringen, weil da ist sie magisch abgeschirmt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum er die Rüstung hat. Leute, das verhält sich. Es verhält sich. Dieses, was auch immer das hier ist. Es verhält sich genauso wie Adern. Wisst ihr, wie die Pulsadern eines Lebewesens, das etwas durchpumpt, und zwar Magie. Hier pumpt sich Magie durch. Und anscheinend hat Early wirklich recht. Es orientiert sich daran. Warte mal, ich kenne eine Abkürzung. Katze? Ich kenne eine Abkürzung, wie man in unsere Stadt kommt. In unser Zuhause. Wo bist du? Du musst hier oben durch. Ich bin bei mir zu Hause. Du musst dort auf die Mauer. Ah, ich bin wieder in etwas. Siehst du? Und jetzt kannst du auf Balouis Haus. Au. Ja, war eine super Abkürzung. Also ich bin schon da und ihr? So, und dann kannst du hier gleich rüber zu Early Souls. Okay, kommt mal her, kommt mal mit. Irgendwas, das stimmt hier nicht. Ich fühle mich so schlecht. Katze? Ja? Wo bist du? Im Haus. Wo? Hey, du bist schon im Haus drin? Hallo. Pass mal auf. Hier, kommt mal her hier. Ja. Ihr stellt euch hier hin und guckt zur Wand. Zur Wand gucken. Zur Wand? Okay, wir gehen hin und gucken zur Wand. Stellt euch beide ineinander und zur Wand gucken. Ich glaube, der will uns veräppeln. Das mit der Wand kann gar nicht stimmen. Was? Oh mein Gott. Hä? Ist das ein... ein Geheimschacht. Was für eine faszinierende Sache. Wo genau ist er jetzt? Early? Wartet auf mich, ich komme. Was kann man machen, wenn man da nach oben geht? Da ist er! Ab nach unten. Ich mag Schalter. So, nichts anfassen. Tschüss. Katze, mach die Tür wieder auf. Warum? Mach die Tür wieder auf. Katze! Hallo! Hörst du mich? Katze! Wenn ich die Tür wieder aufmachen soll, gib mir Fischis. Ja, du kriegst Fischis. Du kriegst Essen. Komm, Fischis. Jetzt komm mit, ist wichtig. So. Rein da, in dieses Tresörchen, Ja, die Tür ist ja dazu. Katze, stell dich zu Masitrix, ihr dürft den Code nicht sehen. So. Wartet, noch nicht reingehen. Sperren wir ihn aus, sobald er drin ist, sperren wir ihn aus. Hat wohl nicht funktioniert. Nur Erde. Ach du heiliger Bimmel. Oh mein Gott. Katze, weißt du, was das bedeutet? Wir können hier alles mitnehmen und sind die Reichsten überhaupt. Scheiß werde ich. Aber ich will doch gar nicht reich werden. So, dreht euch um. Stell dir vor, wie viele Fischis du dir damit kaufen kannst, Katze. Dreht euch um, ich muss den Tresor öffnen. Möchtest du das hier haben? Nein, dreht euch um, ich muss den Tresor jetzt öffnen. Möchtest du das hier haben? Oh Mann, er will immer, dass wir uns umdrehen. Ja, ich hab dir das versprochen. So, Moment. Ein Diamant. Der ist aber schön. Dreimal nach rechts, oder? Was, nach rechts? Ihr müsst kurz still sein, ich muss hier horchen. Er muss hier horchen? Ja, muss ich. So. Hey, weggucken! Ich hab gar nichts gemacht. Er hat wirklich nichts gemacht. Ich hab's gesehen, dass er nichts gemacht hat. Guter Schachzug. Hallo. Okay, Leute, kommt mit. Ja. Hier muss die Rüstung dran. Hier stand sie. Wow, das sieht aber schön aus. Das sind die gleichen Dinger, die Baloui benutzt hat. Ja, wirklich, die gleichen Dinger. Die habe ich auch schon gesehen bei ihm. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Jonas hat hier nicht viel über den Ort geredet. Damit hat er dir eine Rüstung gemacht, die so böse war. Ja, keine Ahnung. Jonas hat gesagt, das gehört ja. Er redet halt nicht wirklich viel drüber. Ich kann schon verstehen, warum. Und wenn wir das jetzt einfach dahin tun, dann... Nicht anziehen! Nicht anziehen, Katze. Pack das dahin. Das Schild mit dran und den toten Kopf hier drauf. Leute, aber das scheint hier so zu sein, als wäre das auch von irgendwie, keine Ahnung, dieses Gestein da. Sieht so aus, als wäre das irgendwie von... Naja, als wäre das wie das dort. Da. Oh, ihr habt die so hingestellt, dass die in die andere Richtung guckt. Das ist neu, aber ja. Vielleicht sollte man der nicht in die Augen gucken oder so in die Rüstung. Eigentlich stand sie andersrum, aber komisch. Naja. Was musst du noch hier hinstellen? Was muss man hinstellen? Diesen komischen Totenkopf, der fehlt noch. Ach, der war auch da? Ja. Da, auf hier drauf. Hier, schau mal da auf dieses
Podestteil. Oh, ja. Wunderschön. Okay, und was müssen wir jetzt tun? Weggehen? Zauberspruch jetzt sagen? Jetzt muss ich einfach nur den Tresor wieder schließen. Kommt. Okay, glaubst du, das ist sicher hier? Es ist sehr sicher. Also ich glaube wirklich, dass Jonas vergessen hat, dass die Rüstung wieder reinzupacken und sie sich warum auch immer selbstständig gemacht hat. Was ist, wenn das aber Maverick war? Ich glaube nicht. Es kommt keiner so einfach rein. Katze, das ist mein schon? Schatz, mein und Jonas Schatz. Gib die Sachen wieder her. Nein, das wird mein. Das darf er doch wohl behalten, oder? Meins, es funkelt meins. Katze, gib mir ein paar wieder. Nein, das funkelt, das ist meins. Das ist meins. Ja, alles in Ordnung. Okay. Erde. Tschüss. Nein, aber ich bin doch noch da. Lass mich rein. Nö. Katze, bitte. Bitte. Nein. Ich war doch auf deiner Seite. Throw your cranes up.